Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist der 1. November. Das heißt, neue Feldforschungen. Wir holen uns nicht unsere ab, weil das beginnt erst ab 21 Uhr bei uns. So, ich habe mir überlegt, also ich habe nachgedacht, so ja, soll ich jetzt noch einen Suicune holen oder soll ich mir Ninja Tom holen, den es ab heute, 1. November, gibt, aber wie gesagt, erst am Abend für uns. Ja, und ich hole mir noch einen Suicune. Ich meine, es ist ein legendäres und Ninja Tom ist, ja, nicht legendär. Ja, egal. Holen wir uns einfach erstmal Suicune jetzt ab. So. Letzte Chance. Hallo? Hallo? So. Noch ein Versuch? Ist irgendwie hängen geblieben. Okay. Da haben wir ihn. 12, 10. Wäre ein 100er. Ich meine, das ist schon ziemlich nah dran. So nah war ich, glaube ich, noch nie an einem 100er aus der Quest. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was uns interessieren könnte. Ich habe einen 96er. Das heißt, nur 98 oder 100 wäre interessant. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein 96er, aber es ist wahrscheinlich sogar noch schlechter. Aber Doppelbonbon mit gelber Berge natürlich vierfach. Okay, so. Und. Der ist so zickig, Mann. Ich erinnere mich noch an letzte Woche. Da habe ich auch Ewigkeiten gebraucht, um den zu fangen. Und. Also, so, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, der ist endlich schlecht, Alter. Naja, auf jeden Fall, ab heute Abend gibt es einen Ninja Tom. Wer den holen will, erst heute Abend, nicht vergessen, sonst kriegt ihr Suicune so wie ich. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr ein gutes Suicune abgestaubt habt. Abgesehen davon, 1. November, das heißt, Shiny Gaupi ist auch am Start. Und. Das Event in Taiwan hat angefangen, Safari Zone Tainan in Taiwan. Und Shiny Pinsir ist am Start. Schauen wir mal, ob ich einen bekomme. Wäre natürlich richtig geil. Und heute Abend endet auch das Halloween Event. Auch da könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie das Event so lief bei euch. Ich habe alle meine Ziele erreicht. Ich habe. Moment, jetzt muss ich kurz nachschauen. Momentan ist ja eines meiner Ziele der Lucky Pokédex. Dementsprechend hier Lucky Traunvogel Check. Lucky Sneeble Check, Lucky Hunduster Check, wobei den hatte ich, glaube ich, davor schon. Lucky Pfiffchen Check, Lucky Schappe Check, Lucky Zwielicht Check, Lucky Stinktier Check, Lucky Driftloon Check und der letzte, den habe ich bis gestern Abend noch gejagt. Ich habe so viele gefangen. Lucky Zubiris. Zum Halloween Event gab es ja auch eine spezielle Quest und die hole ich mir jetzt ab. Wo sind die? Hier. Aber keine Angst, Leute, wenn ihr noch nicht fertig seid, ihr könnt die noch fertig machen. Wenn ihr die bereits angefangen habt, dann könnt ihr die fertig machen. Nur muss man die halt während des Zeitraums anfangen. Sagen wir jetzt, irgendeiner fängt wieder im Dezember an zu spielen und hat das Spiel halt nicht offen gehabt und die Quest nicht angefangen, jetzt im Oktober. Dem wird das wahrscheinlich dann einfach gar nicht angezeigt. Aber hier haben wir ein Kipbook. Mein zweites, also vom Kleinen. Das ist, oh, 8,75. Alter, den hätte ich gern bei mir gehabt, Alter. 8, 8, 8 ist 100. Wobei, der braucht kein Hypoball. So. Oder doch? Ah. Auch da könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben, ob ihr einen guten abgestoppt habt. Und ihr könnt euch auch melden, wenn ihr euren tauschen wollt. Weil den wollte ich auch auf Glücks und bisher gibt es den halt nur aus der Quest. Also eigentlich ziemlich selten. Und eigentlich ziemlich schwer, den auf Glücks zu bekommen. Hab mir sogar überlegt, ich fange jetzt, keine Ahnung, mehrere Accounts an, nur für die Quest und tausche mir das dann rüber. Aber ah, das war dann doch echt erstens zu viel Aufwand und zweitens ja dann doch nicht mehr ganz so korrekt. Aber ich glaube, das war's für heute und mit dem Event und alle Neuigkeiten, die ich für euch habe. Rückblickend war das Halloween-Event okay. Es war nicht überkrass. Es kommt noch Gengar Day, also eigentlich schon ein ziemlich gutes Event. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber jetzt überkrass war es natürlich nicht. Muss aber auch nicht jedes Event überkrass sein. Was natürlich interessant war oder ist, Gengar Day, spezieller Raid Day fürs Event und die Spezialquest für das Event. Mal schauen, ob das jetzt für die nächsten kommenden Events, zum Beispiel Weihnachten, auch so der Fall sein wird, dass da eine Spezialquest am Start ist und ein spezieller Raid Day. Ich fände es auf jeden Fall sehr gut, aber wie gesagt, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.